Ja, da sag mal wohl gut gebrüllt, Löwe. Also Maurizio Jakobacci und seine Löwen sind auf Kurs, sind momentan Spitzenreiter in Liga 3. Ich freue mich sehr, dass der Coach uns zugeschaltet ist. Erstmal schönen guten Morgen, Maurizio. Servus miteinander, servus. Was macht gerade mehr Spaß, die 5 geschossenen Tore oder die weiße Weste in der Verteidigung? Ja, die weiße Weste ist schon enorm wichtig, wobei ist ganz klar, dass man auch Tore schießen muss, wenn man ein Spiel gewinnen will. Und von daher braucht es natürlich beide, aber die Null hinten gibt einem schon eine gewisse Sicherheit, auch im ganzen Team. Joel Schwarz, ein Wort zum Neuzugang. Der hatte in Woche 1 noch nicht im Kader gestanden, war noch gar nicht Teil von 1860, kam erst am 8.8. dann zur Mannschaft dazu, dann dieser Einstand. Ist er vielleicht auch nochmal derjenige, der die Löwen nach vorne bringen kann, wenn es dann darum geht, vielleicht in Richtung Liga 2 zu schielen? Ja, wir sollten die Kirche schon im Dorf lassen. War klar. Es sind erst zwei Spiele gespielt und klar, so einen Start, wie wir ihn jetzt gehabt haben, hätte man sich nicht besser wünschen können. Und vor allem nach dieser turbulenten Phase in der Vorbereitung, wo natürlich sehr viel Hektik war, sehr viel Ungewissen. Aber es ist klar, dass der Schwarz sicher noch das Puzzlesteinchen dazugekommen ist, was auch sehr, sehr wichtig war, auch für die anderen Spieler, auch für die anderen Stürmer, die sich da etwas natürlich abschauen können und auch da eine weitere Entwicklung machen können. Sie kennen natürlich den Anhang der Löwen, ne? Die sind nicht happy, dauerhaft in Liga 3 zu sein. Die träumen natürlich schon von mindestens von Liga 2, wo ja ohnehin 13 von 18 Teams unterwegs sind, die mal nationaler Meister waren, sei es jetzt ostdeutscher oder westdeutscher Meister. Da wird natürlich ein Meister von 66 wie 1860 super reinpassen. Ist das denn in der Kabine ein Thema? Das Thema ist, Spiel zu Spiel zu schauen, jetzt im Moment wirklich das einzelne Spiel im Fokus zu haben, der nächste Match vorzubereiten und diesen für uns zu entscheiden. Denn wir wissen eben ganz genau, hier kann es schnell in eine oder die andere Richtung gehen und ich glaube, diesen Goodwill haben wir uns bei den Fans oder Supportern erarbeitet. Nicht der Resultate wegen, sondern der Art und Weise, wie wir im Moment auftreten. Ich glaube, das ist enorm wichtig hier für die Fangemeinschaft. Für welche Art Fußball steht eigentlich Maurizio Jakobacci? Ich meine, letztendlich, wenn man sich ein bisschen länger auskennt mit dem Fußball, dann weiß man, Sambax Neuchâtel 1 gespielt, selber gegen Real Madrid als Stürmer, Tore vorbereitet an der Seite von Uli Stielike gegen Hugo Sanchez, gegen Butra Genio damals noch, die Legenden von Real Madrid. Was ist so Ihre Philosophie vom Fußball? Ja gut, meine Philosophie ist natürlich versuchen, dem Gegner den Ball wegzunehmen und selber zu spielen. Aber das geht natürlich immer zuerst über den Kampf ins Spiel zu finden. Aber doch nach vorne agieren zu können, das Spiel in den eigenen Händen zu halten. Ob es dann offensiv wie auch defensiv ist. Denn defensiv ist ja auch enorm wichtig, dass man den Gegner zu Fehlern zwingt, also immer wieder gegen den Ball arbeiten lässt, das Team gegen den Ball arbeiten lässt, um schnell wieder zum Ballgewinn zu kommen. Aber entscheidend ist für mich nicht der Ballbesitz, sondern was macht man, wenn man den Ball in den eigenen Füßen hat? Das heißt, die Zielstrebigkeit muss einfach da vorhanden sein und in der Umschaltphase eben die Differenz schaffen zu können. Wie erstaunt sind Sie eigentlich darüber, dass es jetzt schon offensichtlich ja ganz gut funktioniert? Denn wenn man sich vor Augen führt, wie Ihre Sommerpause war, wie Sie sich um den Kader kümmern mussten, 18 Spieler haben den Verein verlassen aus unterschiedlichen Gründen, 13, 14 neue mussten integriert werden. Sind Sie überrascht, dass das jetzt schon so schnell funktioniert? Ja, sehr viel gearbeitet, das muss man auch ganz klar sagen. Wir waren sehr viel und lange auch auf dem Platz, um eben dies vorwärts zu bringen, um eben in etwa bereit zu sein für diese ersten Spiele, die für uns enorm wichtig waren. Und darum umso schöner ist es, dass eben diese Resultate gekommen sind. Aber für mich war es nicht eine Überraschung, dass das Team eigentlich bereit sein würde, gegen Waldhof Mannheim zu Hause und auch gegen Duisburg, obschon, dass man ganz klar sagen muss,
in Duisburg 3-0 zu gewinnen, ist nicht einfach, ganz klar nicht. Die haben ein sehr gutes Team und was wir gestern geleistet haben, war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Vielleicht sprechen wir uns dann einfach nochmal wieder, wenn Sie dann die englische Woche hinter sich haben. Es geht jetzt gegen Aufsteiger Lübeck, haben wir eben schon gehört, am Dienstag und am Samstag dann zum SV Sandhausen im Absteiger aus der zweiten Liga. Ich glaube, dann kann man ganz gut einordnen, wo der Löwe steht in Liga 3. Maurizio Jacobacci, Trainer, Sportdirektor fast in Personalunion, zumindest in den vergangenen Wochen und Monaten. Vielen, vielen Dank für die Zeit und einen schönen Sonntag. Danke. Ich danke Ihnen. Schöne Sendung. Tschüss. Dankeschön.